Auch Sonntag gibt es keine Pause. Jetzt wird weitergefahren. Aber wir haben schönes Wetter und schon wieder die schönsten Ausblicke auf wunderschöne blaue Seen. Links von mir ein riesiger großer See. Wenn es ein bisschen wärmer wäre, können wir fast drüber nachdenken, dort reinzuspringen. Aber irgendwie ist die Temperatur doch immer deutlich unter 20 Grad. Bergmannskjöt. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt. Heute geht es mal wieder nur berghoch, bergrunter. Jetzt gerade wieder berghoch im kleinsten Gang. Da vorne kreucht mein Bruder rum. Ich habe gerade mal angehalten für ein Foto. Aber so legt man sich dreimal anhalten, fotografieren, Handy wieder wegpacken für die Navigation und dann den rollenden Panzer wieder berghoch beschleunigen. Oh, jedes Foto fordert sein Tribut hier. Hoffentlich bleibt es nicht den ganzen Tag so. Wir müssen heute 90 Kilometer schaffen laut Plan. Bei den Steigungen sehe ich daher schwarz. Was mir oft auffällt, hier in Schweden gibt es viele von diesen uralten amerikanischen Autos mit den Raketenflossen hinten dran. Und wahrscheinlich werden die einmal die Woche rausgeholt und dann wird damit rumgefahren. Ansonsten werden sie poliert. Good car. Geil. So, Mittagspause in Ramsberg. Wir haben nach langer Suche den Laden entdeckt. So erklärt dann der Emma-Laden, wo man gar nicht reinkam, ohne App irgendwie. Aber da haben uns nette Schwedinnen dann geholfen, wie man dort einkauft. Beim ersten Mal hat es mit der Transaktion nicht funktioniert, aber jetzt haben wir tatsächlich was zu essen gefunden. Und ich glaube, das nächste gibt es heute Abend. Also lassen wir uns das jetzt schmecken. Was gibt es denn? Würstchen, Riege und Brot. Und was zu trinken. Guten Appetit. Guten Appetit. Jetzt die Bedienungsanleitung für die Würstchen. Die Lackning Steak Kurve. I Matt Fett. Paar Mittelwärme. Also bei mittlerer Wärme. Dills. Güllenbrunn. Eller Leck. Paar Grille. Och Grille. Dill Önskat Resultat. Schmeckt es doch gar nicht so kompliziert. Das Dort ist noch eine Wurst. Die müssen weg, die Würste. Hier noch eine Wurst. Quatsch. Bevor das schlecht wird, dann kriegst du eine Scheißerei. Du willst jetzt echt das Höhenprofil angucken, ja? Das kann nicht gut sein. Nö, das könnte dir nicht gefallen. Das Ergebnis könnte große Teile der Bevölkerung verunsichern. Und was sagt das Höhenprofil? Geht nur bergab heute. Stimmt's? Es könnte sein, dass es nochmal richtig berghoch geht, aber dann müsste man erstmal bergab. Oh, nochmal berghoch. Ich kann es ja aber nicht richtig lesen. Das ist ja, weil kann es nicht besser lesen, ich aber. Also, nee, sehe ich nicht. Man kann das auch auseinanderziehen. Muss man auseinanderziehen, Junge. Wie viele Kilometer stehen wir denn? 41,07. Ich meine insgesamt. Das ist doch nicht. Es waren 600. Moment, ich muss da noch in meine Aufzeichnung gucken. So, 675 muss ich anwählen hier. Ja, da sind wir jetzt in der Phase, wo es bergab geht. Ja, bergab geht es rapide bei mir. Du meinst, es geht bergunter, ja? Gut, es ging jetzt 40 Kilometer bergauf. Immer mal, es geht immer mal ein bisschen so, aber guck mal hier.
685 irgendwie, wie es da jetzt so aussieht. Ich habe das jetzt ein bisschen auseinandergezogen. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Heute Abend sind wir schlauer. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Am besten gleich mit vollgeschlagenem Bauch aus Ramsberg raus, wo mir mein Bruder gerade noch erklärt hat, dass er jetzt nur noch überwiegend bergunter geht, laut dem Höhenprofil. Hoffen wir mal, dass es gleich so losgeht. Die Straße ist jedenfalls schon mal arg bescheiden, da rollt nichts so richtig toll. Und dann geht auch schon der nächste Berg. Oh lala. Also da vorne geht es jedenfalls noch nicht bergrunter. Zurück in der Zivilisation. Endlich wieder Straße. Straße. Endlich. Puh. Aus der Pampa raus. Wieder ein wunderschöner See. So, jetzt sind wir unterwegs nach Smetjebacken. Da haben wir gerade über Booking noch ein Zweiraum-Apartment gebucht. In Lottersrum sind jetzt noch ein paar Kilometer, aber hoffentlich lohnt es sich, man kann sich mal ein bisschen ausruhen und entspannen im Bettchen. Es ist gerade noch ein riesiger, wunderschöner See. Den fahren wir jetzt schon seit längerer Zeit vorbei. Der große Navigator führt uns ans Ziel. Das kann sich nur um wenige Kilometer handeln. Vier dürfen es doch nicht mehr sein, sonst liege ich hier im Graben. Und der große Navigator muss mich tragen. Du bist ein harter Hund, ey. Machst dir einen unsportlichen. Und dann haust du jeden Tag 110 Kilometer raus, bis ich fast vom Fahrrad falle. Und dann lachst du dir auch einem wahrscheinlich. Du erzählst doch hier seit 10 Kilometern 3,5 Kilometer. Mann, Mann, Mann. Diesen wunderbaren Blick aufs Wasser haben wir in unserem Quartier in Smetjebacken in Lottersrum. Da unten stehen die Fahrräder im Schuppen. Hoffentlich stehen sie dort morgen auch noch. Und jetzt geht's nochmal kurz rein in unser Zimmerchen. Tagesetappe waren heute 111 anstrengende Kilometer. So, das ist unser Quartier für heute Nacht. In, wie heißt das Kaff? Smetjebacken. Smetjebacken. In Smetjebacken. In Lottersrum. Haben wir noch kurzfristig auf Booking gebucht. Und dann haben wir noch 16 Kilometer rangehängt, dass wir auf insgesamt 111 gekommen sind. Nach dem ohnehin schon anstrengenden Tag. Aber irgendwann haben wir ein schönes Bettchen. Können schön duschen, können unsere Elektrik laden und können ein bisschen entspannen und ja, auf die 80 Kilometer morgen vorbereiten. Genau.
Und jetzt wird uns mein Bruder noch den sterbenden Schwan in der Unterhose vortanzen. Gute Nacht. Wir sind hier bei Lottas Rom und starten jetzt in den nächsten Tag. Wir müssen erstmal unsere Route wiederfinden und dann geht es weiter nordwärts. Was ist das? Schlacke. Schlacke? Ja, vorne. Alte Schachthalde. Das scheint hier Wintersportgebiet zu sein, weil hier drüben sind Skilifte und ordentliche Abfahrtspisten. Also im Winter kann man ja bestimmt schön Urlaub machen und diese steilen Pisten runtersausen. Das muss ich für die Nachwelt festhalten, nachdem mein Bruder jetzt schon 2 Tage lang seine Banane verloren hat. Hat er so. Dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Hat er so 50 Meter vom Pausenplatz heute wieder verloren. Aber er hat sie wieder gefunden. Ich hau mich weg. Bananen sind nicht so dein Ding, oder? Vielleicht soll man sie extra festketten in Zukunft. Ich wäre einfach eine Bananenhalterung fürs Fahrrad dafür. Eine Bananenhalterung fürs Fahrrad. Das wäre doch mal was. Oder wie so ein Gürtelholzer, wo links und rechts ein Gold reinkommt, da kommt die Banane rein. Mit Wegnahmesicherung. Ja, Sicherheitsbananenholster. Wir fahren durch die ehemalige Bergbaustadt Falun. Hier die Kupferuhr von Falun. Sehr bekannt, Falun für seinen Kupferabbau. Mittlerweile wird sie nicht mehr abgebaut. Da vorne gibt es ein Grubenmuseum. Hier gibt es noch ein alte Gebäude und noch ein Bergmann. Auf jeden Fall sehr imposant. Dieser riesige Aushub hier an der Erde, diese riesige Kupfermine. Schon Wahnsinn.
die Schanzenanlage von Falun. Sie ragt steil in den Himmel hinauf. Eine große Schanze. Eine große Schanze, ja. Wir schieben jetzt hier eine moderate Steigung hoch, laut Google. Ich hab noch nie so einen Berg gesehen, wo man mit dem Auto hochfahren kann. Das kann sein. Und das nächste Zwischentier gesetzt, jetzt 50 Meter auf der rechten Seite. Dann wird das nächste Mal verschnauft. Ich denke, wir haben uns verfahren, das ist der Brocken. Der Brocken ist nicht so steil. Noch 20. Noch 10. Ah. Zwischenziel erreicht. Rundumsicherung einnehmen. Das Zwischenziel ist definiert. Jetzt zweite Laterne links muss erreicht werden. Wenn ich es nicht schaffe. Dann musst du am Straßenrand verrecken. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Nachdem wir uns in der Pizzeria gestärkt und im Koop unsere Vorräte aufgefüllt haben, mussten wir noch ein Stückchen gucken, weil es gab nichts zum Schlafen. Jetzt haben wir hier in so einer kleinen Schuppenstellung gezogen und hoffen, dass wir bis morgen ungestört sind, dass wir halbwegs gut schlafen können. Es sind allerdings schon einige Mücken unterwegs. Und jetzt heißt es noch Bett einrichten und dann wird in die Hayapopaya gegangen. Wir haben mal wieder einen Berg erklommen. Von geht es hier berg runter. Ich warte mal auf meinen Bruder. Müssen wir uns nicht verlieren hier. So, hier in den Wäldern gibt es wohl laut Google 3000 Bären. Mal gucken, ob wir einen sehen. Hauptsache er greift sich nicht an. Auf jeden Fall kann ich mir gut vorstellen, dass hier schon sich ein Bär wohl fühlt. Mit diesem Gelände. Überall Steine im Wald. Wald, Wald, Wald. Wahnsinn. Der Märchenwald. Das ist schon eine komische Vorstellung, wenn man sich überlegt, dass jeden Moment einer von den 3000 Bären aus dem Wald springen könnte. Was macht man dann wohl? Bären können schneller laufen als Menschen. Klettern, schwimmen. Ich glaube, nur Fahrrad fahren können sie nicht. Aber ich kann nicht so schnell Fahrrad fahren, dass der Berg mich nicht fängt. Wir schieben, weil wir nicht mehr fahren können. Diesen Berg hier hoch. Und dass einem die Waden platzen. Und die Oberschenkel eigentlich mehr, ne? Ich glaube, die sind eher weh. Die Waden sind damit auch weh. So, da uns Komoot jetzt gerade wieder in die Pampa führen wollte, aber wir nicht darauf reinfallen, fahren wir jetzt einfach einen kleinen Umweg. Und wir haben Anna aus Leipzig getroffen. Die stand vor derselben Entscheidung.
und hat auch beschlossen, nochmal den Weg durch die Pamandik zu gehen. Ich werde jetzt nach vorne wahrscheinlich. Kilometer, sagt mir gerade die Uhr, und wir sind hier in der absoluten Wildnis. Hier kommt kein Auto vorbei, aber zum Glück ist dieser Weg halbwegs eben und befahrbar. Morgen aus dem Zelt. Der Tag beginnt mit dem Social Media Check. Wir haben wunderbar geschlafen. Na gut, haben wir nicht. Wir müssen ja unsere unzähligen Follower bedienen, das haben wir vergessen. Aber es war nicht so schlimm kalt. Aber dafür, der Boden war hart. Aber dafür schlimm hart. Genau. Unsere verwöhnten Rücken drücken. Heute startet der Tag mal mit einer kilometerlangen Abfahrt durch den Wald auf solchen Schotterpisten, aber es geht abwärts. Heute sind die Berge genauso wie gestern, nur 10-mal so lang berghoch und 10-mal so lang bergrunter, wa? Mittagspause, der wunderschönen Ausblick und im Topf kochen die Würstchen. Mach mal auf. Nam 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 nam. Und links mal wieder so ein riesiger, schöner, großer See. So, wir schieben hier seit geraumer Zeit die laut Google überwiegend flache Strecke nach Delsbo hoch. Ja. Ist so flach, dass die Schaltung von unserem Fahrrad noch nicht ausreicht, um das zu fahren. Zumindest nicht mit unseren jetzigen Muskeln. Und nach jeder Kurve geht es weiter nach oben, überwiegend flach. Ich dachte, naja, schauen wir mal, ob es irgendwann auch wieder runter geht. Hier irgendwo in der Wildnis, 20 Kilometer vor Delsbo, wird es gleich geschehen. Die Spannung steigt. Der große Augenblick ist nah. Wie denn? Was wird geschehen? Ach. Nein! Lass mal Foto machen. Wir haben die 1000 geschafft. Da sind ja nur noch 1600 übrig jetzt, oder 1700. Guck dir auf der Höhe, machen wir irgendwie Pause. Da haben wir uns einen freien Tag verdient. Huhu! Die ersten 1000 Kilometer in Schweden sind geschafft. Pillepalle, haben wir gerade festgestellt. Die nächsten 1000 warten. Das Fazit, anstrengend. Auf jeden Fall. Viele Hügel. Viele Berge. Viele Kilometer, viele Berge, viele Auf- und Abfahrten. Jetzt haben wir unseren freien Tag verdient. Jetzt müssen wir nur noch nach Delsbo reinrollen. Glücklicherweise ist das größtenteils flach. Das wird sich zeigen. Und dann müssen wir noch ein Häuschen anmieten, damit wir nicht im Zelt frieren.
Und dann versuchen wir uns morgen mal zu entspannen und die Wäsche zu waschen. Genau. Hoffentlich klappt's. Nachher sind wir schlauer. Tag 13. Freitag. Erholungstag. Ausruhtag. Pausentag. Hier direkt am wunderschönen See. Da ist schon unser Partyfluss vor Anker gegangen. Damit können wir heute noch in den See stechen, uns richtig krachen lassen. Und hier, so viel Wäsche haben wir mit dem weißen Riesen gewaschen. Na, das ist unsere Wäsche. Zwei Maschinen. Die soll jetzt hier in der Sonne trocknen. Und Wäscheklammern etwas abenteuerlich. Und hier rechts ist unsere kleine, wunderschöne Hütte. Klein, aber fein. Und da schauen wir jetzt mal rein. In unser bescheidenes Haus. Hast du aufgeräumt? Uiuiui, hier sieht es ja aus. Wer schläft denn hier links? Also das aufgeräumtere Bett ist meins. Du hast einfach schnell erst auf meins rübergeschmissen. Nee. Gib's zu. Nein, es wird natürlich später alles wieder aufgeräumt. Der Radreisende muss das Chaos beherrschen. Sonst beherrscht das Chaos den Radreisenden. Ja, der Kollege kaputt. Aus Dortmund. Der fährt mit Hänger. Hat schon den technischen Dienst am Fahrrad durchgeführt. Der steht bei unserem Fahrrad noch bevor heute. Aber wir sehen es ja heute etwas relaxter. Ja. Und das wäre es auch schon. Und am 14. Tage, da ritten sie weiter gen Norden. Da sind sie wieder, die endlosen Berge. Wie habe ich sie auf den letzten 25 Kilometern vermisst? Puh. Eigentlich bräuchte man jetzt noch einen Gang zum weiter runterschalten. Aber er hat das Fahrrad nicht. Leider. Jetzt bleibt als nächste Option nur zu schieben. Aber nicht in den Berg. Den schaffen wir. Irgendwie heute Vormittag. Wir müssen so viel Schwung wie möglich für den nächsten Berg bekommen. Also aerodynamisch machen und Vollgas. Das kann nicht immer Luxus sein. Manchmal auch nur das schlichte Buffet am Straßenrand. Lecker Köttbula. Und Parkett. Futter. Aber 66 Kilometer sind geschafft. Und der Hunger ließ keine weitere Fahrerei zu. Kein Meter mehr. Wie hoch liegt es uns? 15 Meter.
Ja, ist aber schief gelaufen. Oh Mann. Oh. Unser Zelt heute hier zwischen so einem Shelter oder Vereinsgrillplatz südlich von Sundsvall aufgebaut, weil hier weiter nichts war. Der Shelter war auch auf der Shelterkarte verzeichnet, aber er ist irgendwie sehr offen. Jeder kann einen sehen, deswegen haben wir uns so ein bisschen versteckt. Ist auch irgendwie arschkalt. Wir haben irgendwie drei Jacken an und frieren trotzdem noch, obwohl wir eigentlich Juni haben. Jetzt gibt es noch schnell was zu essen. Und danach Körperpflege, Zähneputzen, pullern und ab ins Bett. Oh. Und viel mehr wird heute auch nicht mehr aufgezeichnet. Guten Morgen am Tag 15. Noch etwas angeschlagen von der gestrigen Etappe. Sind wir heute etwas verzögert losgekommen, 8.30 Uhr. Räumen jetzt das erste Berglein hoch und dann geht es Richtung Sundsvall. Und dann, soweit uns die Pedalen treiben. Und wie kann ein Tag besser starten als mit dem ersten Berg? So, willkommen in Sundsvall. Sieht cool aus. In 120 Metern rechts abbiegen und Fahrradweg folgen, danach in 170 Metern links abschneiden. Und wir schrauben uns wieder langsam die Berge hoch seit Sundsvall, aber wenn man links schaut, die Berge noch höher und gerade vor uns irgendwie auch. So, endlich gibt es mal wieder was zu essen. Und die Brötchen habe ich noch. Zwei. Nehmen wir erstmal die älteren Brötchen, wollen die anderen nehmen. Leckerer Ketchup. Welche Brötchen wollen wir zuerst? Ja lange nicht. Welche Brötchen wollen wir zuerst essen? Da sind wir zuerst die älteren. Lecker Brötchen! Ein Brötchen für den Robby. Danke fein. Und eins für den Christian. Hier sind ganz schön ordentliche Felsen an der Seite zu sehen. Natürlich geht es bergauf. Raus aus der Ortschaft Fixhöhe. Zwei Radfahrer und die Wildnis. Und schmerzende Beine und Popos. Und noch 20, 25 Kilometer sind heute zu fahren. Das Land können wir uns wieder ausruhen. Wird also auch eine Herausforderung. Schlafplatz Tag 15, da stehen die Zelte
Und da die Fahrräder, da vorne geht es zur Straße. Hier rechts ist irgendwie so ein Clubhaus von Kinder Wasserski Club. Und hier ist direkt Wasser, wo mein Bruder jetzt gerade schon den Topf abspült. Fall nicht rein. Bruder, fall mal rein. Fall mal rein fürs Video. Der Decke ist weg. Der Decke ist weg. Wo ist er? Da unten drin. Vorführeffekt. Nach dieser Zeltstelle sind die Mücken, die uns hier rund um die Uhr umlauern. Der Deckel ist wieder da. Alles gut. Jetzt heißt es noch hier Körperpflege, Zähne putzen, pullern, ab ins Bett. Nee, das Nordkap-Tagebuch muss noch geschrieben werden. Und diverse Wunden heilen. Diverse Wunden müssen verarztet werden. Ein Bein sanieren, ein Rollern. Fahrräder muss man anschließen. Ich sehe, der Schutzbesuch ist schon drauf bei dir, bei mir noch nicht. Und hier ist unser Zuhause für heute Nacht. Gute Nacht. So, Tag 16. Weiter geht's. Das Wetter passt. Ist jetzt schon warm. Der Aufbruch war von Mückenschwärmen begleitet. Wir mussten beim Mückenschleier das Zelt abbauen, was auch dummerweise alles sehr nass und feucht geworden war über Nacht. Tagesplan heute 90 Kilometer. Wenn alles klappt, dann gibt es im Laufe des Nachmittags noch eine kleine Überraschung heute. Kleine Motivationsüberraschung. Aber erstmal gucken, ob das alles funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Jetzt bleiben wir erstmal ein paar Kilometer auf der Straße und versuchen den nächsten Supermarkt zu finden, wo wir mal unser Wasser auftanken können und bei Lebensmittel kaufen können. Schon geschmeidig aus. Vattenfall, das Vorsmuk-Kraftwerk. Vermutlich ein Wasserkraftwerk. Das liegt direkt hier an so einem großen Fluss oder See. Wenn man hier vorbeifährt, hört man den Strom richtig knistern. Hauptsache kein Funk hat Lust überzuspringen. So, hier ist der Staudamm, also ist es ein Wasserkraftwerk. Toll aus hier. Und wir schieben wieder mal auf der laut Google überwiegend flachen Strecke. Aber wir wollen jetzt auf die Reichsauer Bundesstraße kommen, die hier parallel zu dem Weg am Fluss rechts von uns läuft die Straße. Also müssen wir jetzt einmal hoffentlich über den Berg drüber und haben dann hoffentlich wieder eine relativ flache Straße vor uns. Hier sieht man mal super den Fluss, oder? Ja, ist wahrscheinlich ein Fluss. Dann sehen wir es ein bisschen lang. Da hinten schwitzt mein Bruderherz. Aber du schwitzt vor einer schönen Kulisse. Du schwitzt vor einer schönen Kulisse. Bis zur Birke geht's weiter.
Ihr lässt es gut wohnen. Jetzt fahren wir in Nezaka gleich ein. Da müssen wir erstmal dringend Mittagspause machen. Abfahren. Ich glaube, hier sind wir richtig. Soll ich mal klingeln? Nur mal feststecken. Hurra die Gams. Hallo. Hallöchen. Christian oder Robin? Ich bin Christian. Du bist Christian? Ja, das ist mein Bruder Robby. Ihr seid Brüder? Ja, ja. Ja, Borido. Hallo. Stellt eure Rede mal bitte wieder rein. Folgt weg von der Straße, nur kommt rein. Wo so. Wollt ihr hin, an Fahrtkarten? Ja. Natürlich wollen wir Thomas Gast und seine Familie nicht mit laufender Kamera überfallen und haben uns erstmal persönlich und ohne Kamera unterhalten. Dabei bekamen wir sogar eines seiner aktuellen Bücher mit einer persönlichen Widmung geschenkt. Und zum Schluss hat er uns dann auch noch sein YouTube-Studio gezeigt. Wird mein Leben lang gesagt, was? Ja, abgefahren. Das ist der Raum, den man sieht im Video. Ich hab, das sind mal 10% von den Sachen, die ich habe. Ja. Von der Legion. Die restlichen 90% sind alle in Deutschland geblieben. Auch mein Büffelkopf, alles in Deutschland geblieben. Und dann hast du hier ein Museum, ne? Aber bist du in Deutschland noch gemeldet? Ja, bist du offiziell auch deutsch? Ich bin in Deutschland gemeldet, Schweden ist meine Wahlheimat, wirklich meine zweite. Ja. Genau. Zweiter Wohnsitz oder sowas. Zweiter Wohnsitz, genau. Mhm. Zweiter Wohnsitz, genau. Und viel Spaß und viel Erfolg für euren Trip, ja. Dankeschön. Wir geben alles. Tschüss. Ja, mach's gut. Tschüss. Das alte Auto wird hier offenbar einfach hinter der Scheune gestapelt. Da sparen sich den Verkauf. Hey. So, auf geht's nach Junsele. Hier haben wir nämlich ein Zimmer gebucht. Mal wieder duschen und im Betten schlafen. Unser heutiges Quartier ist in Junsele. Ein wunderschönes, preiswertes Ferienhäuschen, Ferienzimmer, Fremdenzimmer. Ein wundertolles Zimmer, zugestellt mit Radfahrer-Equipment. Und zwei gemütliche Betten. Ein Recke, der sich die Waden massiert und die Beine. Und der kleine Bett. Recke im kleinen Bett. Der große Recke im großen Bett. Gleich im großen Bett. Und es gibt nicht nur dieses wunderbare Zimmerchen, es gibt noch ein tolles Badezimmer mit zwei Duschen. Eine Toilette. Und Fernsehraum. Und immer noch Opala. Und sogar eine Küche. Was will man mehr? Das Ganze für 700 schwedische Kronen. Auch in der nächsten Folge sieht er wieder beeindruckende Landschaften. Die Route führt uns auf die lebensgefährliche E4. Wir rocken Luleå, treffen auf die ersten Rentiere und erreichen den Polarkreis. Also schaltet wieder ein
wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.